Moin und herzlich willkommen zu einer frischen neuen Folge Minecraft Camp mit Ben. Hallöchen. Hallo, Leute, ihr habt's schon gesehen, wir fahren heute campen und das ist, keine Ahnung, wer du bist. Du schiebst auf jeden Fall einen Baumstamm gerade zur Seite. Ist auf jeden Fall krass, das ist, keine Ahnung, ein Ranger oder so. Sagt die mir irgendwas? Nö, oh, sorry. Hallo, ja, jeder. Wir haben heute eine coole Mission und zwar werden wir heute die wunderschönen Berge und Wälder von Mine City begutachten und da einmal campen gehen. Am besten noch, bevor es dunkel wird, weil ansonsten wird das Zelt aufbauen ziemlich schwierig. Ich habe dafür auch schon ein Auto. Zack. Hier. Haben wir Proviant? Proviant braucht man nicht, Ben. Ich habe 6 Karotten. Ich habe 6 Karotten, das wird schon 6 reichen. 6 Karotten reichen doch nicht. Kannst du hier in meinen Wagen hier steigen? Steig mal natürlich ein. Natürlich. Jawoll, oh, moin, moin. Dann würde ich mal sagen, wir fahren einfach mal blind hier. Oh Gott, was ist das denn? Ist das ein Bienennest? Oh, da ist schon jemand verloren gegangen. Hat er Pech gehabt. Oh, Rehe. Die darf man nicht umfahren. Und noch ein Reh oder so. Alter, es wird schon jetzt dunkel. Alter, liegt dein Auto auf der Straße? Oh, jo, er hat einen Unfall gebaut. Aber da ist keiner. Naja, egal. Das wird eine lange Reise hier. Ben, hast du eine Pipi-Pause gemacht davor? Nee. Ja, das ist ja sichtlich unglücklich. Denn das aber die da ist jetzt schon Sonnenuntergang. Ja, ich weiß, aber die Planung, die war vielleicht jetzt nicht so gut. Wollen wir geradeaus oder rechts? Rechts, wieder rechts. Jetzt ja, hoch. Okay, schön abseits fahren. Alter, hier liegt so viel auf der Straße und da ist noch ein Camper. Oh, da chillt eine Camperin. Oh, stimmt, die hat hier irgendwie... Vielleicht können wir der Proviant klauen, warte mal. Ey, ja, genau. Ja, Alter. Ja, cool, leider nur... Ja, die hat nur Bücher, also ich damit Bücher. Bücher sind ja völliger Schwachsinn. Zack. Und jetzt geht's. Oh! Beinahe einen Unfall knapp hier gebaut. Oh, hier können wir parken. Hier können wir parken? Glaubst du, ich passe in die Parklücke rein? Ja, passt schon. Zack. Aber das ist jetzt gar nicht mal so weit vom eigentlichen Campingort entfernt. Naja, egal. Wir gucken hier mal, was hier so abgeht. Hallo Leute, da ist eine freundliche Camperin. Wo ist denn das rote Zelt, Elina? Team Rot. Team Rot haben wir nicht. Wir müssen unser Zelt hier selber aufbauen. Echt? Na sicher müssen wir das. Was ist hier? Schwert! Alter, Eisenbarren. Das habe ich jetzt mal alles geklaut. Komm, wir gehen hier mal durch den Wald und wir machen Abenteuer-Camping, wenn wir machen Extreme-Camping machen wir. So. Jetzt hüpfen wir hier einmal. Oh Gott, hier sind bestimmt überall Spinnen. Oh, da ist noch ein Zelt, weiß. Ja? Ah ja, jetzt sehe ich's. Ist da noch ein Auto? Ja, 2 sogar. Und ist da auch ein Camper? Alter, der hat eine Wurst. Eine Wurst? In der Kiste. Ja, warum nimmst du die nicht mit? Ist nicht, Alter, nicht so appetitlich aus. Alter, den hab ich gar nicht gesehen. Jo. Ja, alles friedlich? Klar, hier ist noch ein... Ja, okay, der hat mich nicht angegriffen, der Bär hier. Komm, ich... Aber guck mal, ich streichel den gerade. Ja, das ist nicht so eine geile Idee. Komm, steig mal in meine gelbe Karre hier ein. Das gehört doch gar nicht uns, das Auto, Nina. Ja, egal. Jetzt schon. Was? Komm, wir fahren hier mal die Straße ein bisschen weiter. Vielleicht finden wir ein interessantes Örtchen hier, wo wir auf jeden Ich hab Fall... Hunger. Ja, Ben, hör auf zu heulen. Wir sind harte, erfahrene Camper. Wir kennen sowas. Nein. Das ist für Luschenheulen, weißt du das? Rot. Team Rot. Mein Auto. Jeder kann sich gefällt einfahren. Na doch, kann ich. Komm hier, folge mir. Folge dem gelben Auto. Zack. Okay, wo geht's hier lang? Sag mal, fahren wir eigentlich hier einmal im Kreis oder so? Glaube schon, ja. Na, das ist ja doof. Was ist hier? Kann man hier was shoppen? Oder kann man hier tanken? Das sieht mir ziemlich nach Tankstelle aus. Hallo? Komm, wir brechen hier ein. Ich hab ne Wurst! Spaß. Hier ist ein Igel. Wo ist ein Igel? Zeig mal. Hier. Alter! Der geht aber komisch. Boah, kann man da hinten irgendwo hinschwimmen? Ja. Alter, hätte ich ein Boot? Hier ist ein Wildschwein. Oh nein. Und ein Fuchs. Und ein... Ist das ein Bär? Das ist ein stehender Bär. Oh mein Gott. Ja. Ben, wollen wir hier am Strand unser Zelt aufmachen? Ja, hier ist geil. Ja, lass mal machen. Hast du echt ein Zelt? Na, ich hab nichts. Ich hab 4 Zelte sogar. Alter. Zack.
Aber das ist kein rotes. Ja, das ist ein weißes. So, hier ein Zelt für mich, hier ein Zelt für dich. Ja, keine Ahnung, dann können wir noch zwei weitere Zelte, zwei Notfallzelte. So, dann habe ich hier noch ein Campfire. Alter. So, zack. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Oh mein Gott. Oh. Oh, das wollte ich gar nicht, aber das ist voll cool. Das ist mega cool. Hier kann man chill sich dann hier unter, neben oder, keine Ahnung, irgendwo aufs Feuer setzen. Ja, Alter. Ich habe Hunger. Zack. Ja, jetzt war auf zu räumen. Wie mache ich denn diese Wurst hier? Ich habe eine warme Wurst. Alter. Zack. Jo. Gibt das viel zu essen? Oh, jetzt nicht. Nee, so leider nicht. Scheiße, wir müssen noch mehr Wurst. Ey, die finden. Vögel hier. Wo denn? Finden die? Ich höre sie nur. Hier, du kannst noch ein paar Karotten von mir haben. So, zack. Okay. Ich bin dafür, wir gehen auf die Yacht. Zack. Ich nehme jetzt mal deine Karre hier. Sorry, Ben. Und jetzt gehe ich mal hier ein paar Würstchen sammeln. Schönen guten Tag. So, hier keine Tiere umfahren. Wir wollen ja hier keine Unfälle verursachen. Jetzt fahren wir hier mal wieder den Berg hoch, um da vielleicht wieder ein paar Würstchen zu finden, weil wir haben echt wenig Proviant. Also was hier auch hier in der Gegend steht, ey, das ist so unglaublich. Hier stehen überall Autos, aber keine Menschen. Das ist total unheimlich. Hier ist wieder ein Zelt. Oh, aber kein... Was ist das da hinten? Oh mein Gott, Leute. Also ich finde garantiert nicht mehr nach Hause. Kann der durch Wasser schwimmen? Naja, geht so. Aber ich will unbedingt das da hinten mal auschecken. So, wir haben es gleich geschafft. So, jetzt geht es wieder ab hier und jetzt hier rüber. Da ist ein Fisch. Hier ist eine fette Hummel. Eine Hummel? Ja. Die Uhrzeit? Ja. So. Boah, der Vogel, ne? Ich weiß zwar nicht, was das für einer ist, aber der kann es mal. Ach, das ist eine, klingt wie eine Rabe so ein bisschen. Das ist ein Pilz. Aber ich dachte... Nein, hier, bei mir gerade. Hier ist ein Pilz, aber... Ich dachte, da wohnt jemand, weil der hat gerade eben so geleuchtet, der Pilz. Oh, Leute, ich bin echt weit abseits. Ich glaube, ich habe auch, aber hier gibt es auch nichts zu essen in dem Wald. Ja, na gut, ich habe ja auch das Schwert. Also alles, was wir vielleicht haben konnten, das... Oh nein, ich bin untergegangen. Ah, ich bin wieder da. So, okay. Oh nein, hier geht es nochmal runter. Und jetzt wieder hoch. Alter, das ist voll das geile Fahrzeug hier. Ben, damit kann man durch Wasser fahren, über Berg. Oh, jetzt wird's kritisch. Oh, ja, auch easy. Oh nein. Ich glaube, ich habe mich verfahren. Ich bin irgendwo querfeldein. Ich habe Hunger. Ja, und Ben hat Hunger. Ich habe nur noch drei Hungerbalken. Ehrlich? Ich leg mich jetzt schlafen. Ich habe voll. Was? Ja. Ich gehe jetzt schlafen, Melina. Ja, gute Nacht, ne? Ich suche hier die ganze Zeit noch was für Essen. Das Auto hat sich bewegt. Oh mein Gott. Das Auto da hat sich gerade eben bewegt. Aber da sitzt keiner drin. Das ist ein Geisterauto. Geisterauto? Das ist ein richtiges Geisterauto jetzt, ohne Witz. Dina, der Campingausflug hier ist sehr schlecht vorbereitet. Ja, gut. Jetzt sitze ich hier allein im Dunkeln am Lagerfeuer. Ja, aber... In einem verlassenen Wald. Ohne Essen. Ohne Trinken. Ja. Ohne Auto. Ich suche und ja, neben was? Mir ist ein Bär. Oh mein Gott, das Auto hat sich schon wieder bewegt, aber das... Oh mein Gott, da ist keiner. Ja. Ich habe mich total verfahren, Ben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich bin. Warte, du musst... Bist du den Mond? Nee, ich nicht. Ich sehe den. Ich habe ihn gerade eben gesehen. Weißt du, was ich jetzt mache? Mir egal. Ich fahre jetzt hier diesen Berg hier hoch. Zack, da ist... Oh nein, zack. Oh mein Gott, ich habe gleich den Berg erklommen? Wie heißt das denn? Ja, jetzt weiß ich es selber nicht. Alter, ich bin hier komplett oben. Oh mein Gott. Und hier sind auch Kisten. Ich habe Brote für uns gefunden, Ben. Ich habe eine Eisenrüstung für dich gefunden. Alter. Okay, hier sind Öfen, aber da ist Brote eigentlich nichts drin. Hier ist ein Bär, aber der greift mich nicht an. Ein Friendly Bär. Ich habe eine Dia-Rüstung und... Was ist das? Marshmallows! Ich habe Marshmallows gefunden. Wie komme ich zu dir? Ja, oder warte. Kommst du zu mir? Ich versuche zu dir wieder zu kommen. Also, das kann ja was werden. Ja, da hast du recht. So, mal gucken. Ich glaube, ich kam aus der Richtung.
So, ich kam von hier. Jetzt wird's interessant, Leute. Also, so fahre ich natürlich auch im echten Leben Auto, ist ja klar. Oh nein. So, hier schnell über die Berge. Gut, ich habe nur 5 Würstchen, aber das mag, glaube ich, für unseren Trip hier reichen. So, hier ist wieder eine Straße, hier ist ein Auto. Ich glaube, ich bin hier richtig. Hier ist der Pilz, ja. Ja, hier ist das blaue Zelt, wo wir am Anfang waren. Leute, ich bin ein richtiger Pfadfinder. Ich bin richtig gut. Pass auf, gleich habe ich das wieder gefunden. Hier ist auf jeden Fall das Wasser. Da hinten ist ein Strand. Und mal gucken, ob ich jetzt dich hier finde. Hier ist das stehen gebliebene rote Auto. Da ist eine Möwe oder so. Das ist mein Auto. Und hier ist der Bär. Hier ist ein Zelt. Jawollo. Ich habe es gefunden. Moin, moin, Ben. Was geht? Ah, moin. Zack, zack, zack und zack und zack. Hier, warte. Hier hast du ein paar Würstchen. Lecker Schmecker. Und da hast du noch ein Brot. Nom, 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 und da nom, hast nom, du nom, noch nom, eine schicke Rüstung. Nom, 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 und hier kann ich noch ein Marshmallow machen. Nom, 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 nom. Bäm. Boah, voll geil. Ja, wie cool das so aussieht. Ja, das war's mit unserem kurzen Campingausflug. Wir werden jetzt uns nach Hause. Noch mehr... Sie schneller kann niemand mehr nach Hause fahren. Dann bleibe ich hier noch ein bisschen und schaue mir hier dieses wunderschöne Meer an, den wunderschönen Ausblick. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend. Falls euch hier das Video gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Lasst auch unbedingt ein Abo da. Darüber freue ich mich umso mehr. Ich wünsche euch noch... Ja, habe ich gerade eben schon einen wunderschönen Tag, morgen Abend. Haut da rein, Leute. Ciao.